genau die Risotto-Sorte kann man im kalten Zustand an gute Orangina machen. Ah, ja. Orangina besteht aus einer Spezialität aus Sizilien. Mhm. Okay, Stranzima, die Neapolitaner und die Sizilianer. Mhm. Die Orangina besteht aus einem Rasbällchen. Mhm. Er wird in die Hälfte aufgemacht. Es kommt drinnen Mozzarella, Erbs mhm. und Pomodoro. Mhm. Machen wir wieder zu. Tun wir es in Eiweiß ja. entwickeln, in Paniermehl und ein bisschen braten. Mhm. Aber darf nichts auseinandergehen. Ja. Und der Trick, nichts auseinanderzugehen, ist der perfekte Risotto. Ah, ja. Ohne diese perfekte Rühren so. Entsteht kein Orangina. Also da. Es ist nicht irgendwie, dass das ein Teig ist oder drüber rum. Das ist. Ah. Und wird das nicht frittiert richtig, im Fett geworfen? Nein, im Fett, der Reis saugt komplett das Fett ab. Mhm. Viele machen es ja gut, ich muss die ganze Kugel an Fett mhm. einbraten. Nein, es reicht ein bisschen Butter mhm. oder Margarine und sie wird immer verwendet. Gedreht, mhm. ja. Er muss nur die Kruste schön groß sein, mhm. innen muss es als Rasen schmecken und nichts mhm. als Fett. Mhm. Ja. Und die Fritteuse, das ist nur gut. Gut.